Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal das Huawei. Honor 8X ist eine Tochterunternehmen von Huawei. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal angucken. Ich packe erstmal den Wandadapter und so weg. So, den ersten Hardware-Eindruck wollen wir uns jetzt davon zu Gemüte tun. Ich hole euch dafür mal etwas rum und stelle mal die Kamera auch so ein bisschen auf den Tisch, damit ihr so ein bisschen was sehen könnt. Ich muss mal hier so gerade machen. So, hier haben wir einmal, das brauchen wir gleich, um die Karte rauszumachen. Jetzt nehmen wir einmal die Bildschirmfolie ab und gucken uns das gleich mal richtig an. Wie gesagt, die technischen Daten jetzt von hier auf den ersten Blick sehen wir hier leicht über Honor 8X. Wir haben in 6,5 Zoll Full Vif Display, 91% Screen Body Ration, also alle Bildschirm. Und für unter 300 Euro. 4 GB RAM, also DDR-RAM, also praktisch für die Schnelligkeit. Und internen Speicher gibt es das mit 64 und mit 128 GB. Ich habe jetzt die 128 GB Version. Dann haben wir eine 20 Megapixel Dualkamera und eine 16 Megapixel Selfie-Kamera. Also vorne 16, hinten 20 und wir haben hinten auch, seht ihr das, zwei Kameras. Hier ist der Fingerabdrucksensor, ist eine AI-Kamera. So, dann haben wir 3750 mAh Akku und wir haben ein, ach du Scheiße, 12 nm Huawei Kirin 710 Octa-Core Chipsatz Enhanced by GPU Turbo. So, jetzt machen wir das aber erstmal ab. So, ich heb mal die Folie auf. Und dort mir im ersten Augenblick schon auffällt, wie gesagt, die Folie ist schon mit drauf. Also hier ist eine Folie schon von Anfang an aufgeklebt und eine Hülle habt ihr auch von Anfang an mit bei. So wie bei Huawei. Und ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könntet so ein bisschen sehen, dass hier so ein kleiner Übergang ist. Da ist eine Folie drauf. Da ist definitiv eine Folie aufgeklebt. Jetzt nehmen wir mal von hinten ab. Oh, das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Achso, hier steht auch noch was drauf. Sehe ich gerade. Moment. Das habe ich mir noch hinten gar nicht angeguckt. Ja, ich heb die mal auf, falls man die später noch mal braucht. So. Oh, das sieht richtig geil aus. Das sieht geil aus. Schön blau. Aber sind nur zwei verschiedene Blaus. Ich denke mal hier wegen Halten und was ich hier schon sehe. Ja, also auf jeden Fall mit Case würde ich sagen, weil sonst habt ihr gleich ruckzuck Fingerabdrücke dran. Oh, seht, also das Blaue sieht schon mal sehr schön aus. Jetzt wollen wir aber mal. Ach du Scheiße. Ich muss mich verbessern. Wir haben nicht nur eine SIM-Karte, wir können zwei SIM-Karten reinmachen und eine SD. Ich zeige euch das Bild. Also für den, in dem Preis, Leistungssektor und für den deutschen Markt, geil. Mein Huawei P10 hat nur eine SIM-Karte. Also ich kenne nicht viele, wo zwei hier drin sind. So, mal gucken. Ach Gott, ich werde noch ein Video machen. Oh Gott, Mensch, wieso geht denn das hier nicht raus? Jetzt aber. Nachher mit Phone-Klon. Ich wollte ja sowieso noch ein Huawei-Tipps- und Tricks-Video machen, weil viele danach gefragt haben. Und beim Hanna ist ja auch Huawei-Technik drin. Also werden wir uns ja gleich angucken. Erstmal gucken, wie voll der Akku ist. So. So, müssen wir gucken, wo haben wir es? Da haben wir es. Uiuiui. Also könnt ihr mal sehen im Vergleich zum Display. Sieht man es so? Ich mache mal lieber auf der blauen Seite. Im Vergleich zum Display, wie weit das ist. Also eigentlich die Hälfte vom Telefon ist der Slot. Und dort haben wir, wie ihr das seht, zweimal SIM, also Micro-SIM, glaube ich, und
einmal SD. Hier hinten ist der SD und zweimal SIM. Das heißt, ihr könnt halt verschiedene WhatsApp betreiben. Kann man ja, gibt ja schon WhatsApp-Clones. Also, dass man WhatsApp klonen kann, gibt es ja Programme. Und dann kann man da mehrere WhatsApp sich einrichten. Oder für Firmentelefonnummer, dass man da erreichbar ist. Und privat, alles in eben. Und dann hat man da halt auch WhatsApp drauf. Ich habe das jetzt erstmal wieder reingemacht, weil wir werden das uns erstmal so angucken. So, oh ja, doch. Doch. Also auf jeden Fall mit dem Case ist es angenehmer, ist nicht so kalt. Und ich ist mein persönliches Empfinden. Ich liebe es, wenn man so ein kleines, dünnes, durchsichtiges Case drum hat. Es liegt einfach jedes Handy geiler in der Hand. Einfacher, besser und schön. Oh ja. Was ich halt, wie gesagt, der einzige Punkt, was ich bis jetzt schade finde, ist, dass es einen Micro-USB-Anschluss hat. Also diesen kleinen, ja. Ich hätte mir da USB-C gewünscht, aber ich denke mal, da hätte man den Preis nicht halten können. Hier unten ist ein Lautsprecher auch drin, wie beim Huawei. Und ein riesen Pluspol-Punkt, wir haben hier immer noch einen Klinkeanschluss. Weil viele lassen den Klinkeanschluss ja nach und nach jetzt weg. Finde ich scheiße, ich brauche meinen Klinkeanschluss. Und oben haben wir dann nochmal einen Punkt für weiß ich was. Hinten haben wir dann halt den Fingerabdrucksensor und zwei Kameras haben wir hier drin. So, an der Seite, oh, das Case ist wie bei mir, wa? Nee, bei mir ist der Powerknopf frei. Achso, bei mir beim Huawei P10, beim Case sind da Aussparungen. Hier ist es im Case mit drinne. Ich weiß es nicht. Seht ihr das? Und ihr könnt dann durchs Case durch die Tasten bedienen. Aber auch wie Huawei üblich, unten der Powerknopf, laut leise oben. So, jetzt machen wir es mal an. Wir werden gleich mit einem riesigen Bildschirm begrüßt mit Honor. Unten steht Power by Android, ist ja klar. Und hier oben ist die Notch drin. Bei Huawei haben wir halt schwarz mit dem Huawei-Schriftzug und dann diese rote Blume im Hintergrund oder so. Und hier startet schon. Also muss ich sagen, wenn ich das jetzt hier raufgucke, also dafür, dass das nur angeblich ein Full-HD-Bildschirm ist und kein LCD, OLED oder was das da was hier drin ist, ich habe keine Ahnung, sieht das sehr klar und sehr deutlich aus. Setup. Oh, wir werden gleich mit einem Setup begrüßt. Finish. JSNL21 Setup. In Englisch. So, dann werden wir gleich mit einem Setup begrüßt. Das finde ich sehr lobenswert. Start. So, wir können jetzt, muss ich mal schnell mein Passwort eingeben. Ah, wir haben, ich finde auch nur meine Fritzbox mit 2,4 GHz, also 5 GHz wird wahrscheinlich nicht unterstützt. Ich kriege eine Nachricht. So, checking for update. Wie gesagt, wir haben noch nichts großartig gemacht. Er sagt hier gleich komplett check. Wir sind aber noch komplett auf Englisch. Checking for info. So, jetzt fragt er nach meinen Google-Daten. Logischerweise will er die jetzt haben, weil der muss ja irgendwo alles herholen. So, okay. Jetzt, ich muss nur schnell meine Daten eingeben. Next. Next. Weil Passwort müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Account. So. Jetzt will er die Sicherheitseinstellungen. Jetzt, mein Handy sagt mir jetzt natürlich hier schon, Alter, da hat sich einer angemeldet. Check das mal. Wir können jetzt Fingerabdruck machen, aber ich mache ohne was. Das mag ich nicht. Ich mache dann später dann wieder sowas. PIN festlegen. Ich will auch kein PIN festlegen. Das nervt mich. Schön.
Ja, ich muss einen PIN festlegen, um es zu speichern. 6 Stellen. Passwort, 4-stellige Digital. So, hat er. Fingerabdruck. Okay. Jetzt sagt er, wir sollen hier den Fingerabdruck machen. Da muss man dann halt reibig mit dem einen Finger immer drüber, bis er hier alle Ecken. Und okay. So, jetzt hat er's. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Finish. So, jetzt hat er halt, konnte ich gleich am Anfang die Google-Einstellung machen. Das finde ich saugut. So, finish. So, Screen-Passwort haben wir jetzt auch. So, Start. Also ist eigentlich kinderleicht, der macht eigentlich fast alles von alleine. Fingerabdruck muss man ein bisschen rüberreiben und das war's. Ich werde euch mal kurz ein bisschen mehr ranzoomen, dass ihr so ein bisschen mehr seht. Na, ja, das ist halt ein bisschen groß, das Handy. Ah, wir haben hier unten im Bildschirm, haben wir dann die Tasten. So. Und jetzt haben wir hier kompletten Bildschirm. Schön riesig groß. Ich guck mal schnell hier. So schnell ist es auch. Ein bisschen ab und zu, so ein bisschen. Oder? Nö. Jetzt müssen wir nur noch auf Deutsch umschalten. Language Input, Englisch. Add Language. Ich denke mal später, wenn es auf dem deutschen Markt ist, wird natürlich Deutsch schon voreingestellt sein. Da, Deutsch, German. Ich habe es nicht gesehen, gleich. So. Nee, Quatsch. Jetzt habe ich hier Schweizerdeutsch einige. Moment. Sprache hinzufügen. Deutsch. Deutschland. Nicht Liechtenstein oder so. So, Deutschland. So, das sind meine E-Mails. Und bei Deutsch habe ich jetzt, das können wir jetzt hier eigentlich löschen. So, Englisch und Schweiz wird entfernt. Oh, Kater, runter. Runter vom Tisch. So, jetzt habe ich Englisch und Schweizerdeutsch entfernt und wir haben jetzt nur Deutsch. Ich muss dann nachher noch meine SD-Karte und so alles reinmachen, logischerweise. Oh, wir haben hier auch eine kleine Animation, die so ja bunt ist. Die will ich euch unbedingt mal zeigen, wenn wir hier auf den Menüknopf drücken. Das ist eine Google-Animation, seht ihr das? Die Google-Farben und wenn wir hier lange gedrückt halten,
Dann kommen wir hier automatisch zu Google rein. Weiter. Infos über Bildschirm, E-Mail, alles wollen wir erhalten, logischerweise. Hallo Odin, ich bin dein Assistant. Ich bin den ganzen Tag für dich da. Hier sind ein paar Dinge, die du sagen kannst, um loszulegen. Begrüßt mich auch gleich mit Odin. Nicht Gewicht. Wir können... Anruf geht jetzt nicht. Stell Wecker. Okay, Google. Okay, Google. Stell Wecker. Alles klar. Für wann? Morgen früh um 8 Uhr. Fertig. Dein Wecker wurde für morgen um 8 Uhr gestellt. Ich mach mal ein bisschen weiter raus, ihr seid ein bisschen zu nah dran. Also das finde ich gut. Also muss ich sagen, ich hatte einige Telefone, wo Google Assistant nicht gleich mit installiert wurde. Dann das aktivieren und machen und tun. Das ist schön, dass es hier gleich von Anfang ist. Okay, Google. So. Hier zum Beispiel kann ich euch mal mein Huawei dazu zeigen. Hier. Ja. Okay, Google. Wartet. Okay, Google. Das springt jetzt gleich an. Das müsste man vielleicht hier noch einstellen, dass es dann halt bei Okay, Google gleich anspringt. Wir haben auch gleich Designs mit bei. Oh, dann nehmen wir natürlich das Dunkle. Das gefällt mir. So, und da haben wir gleich ein dunkles Design, was uns gleich zur Verfügung gestellt wird. So, jetzt wollen wir aber mal gucken, worin unterscheidet sich das jetzt? Ich zeige euch jetzt erstmal noch ein Easter Egg. Wenn ihr auf Einstellungen geht, ihr geht jetzt ganz normal auf Einstellungen. Und dann geht ihr einmal ganz nach unten und dann habt ihr System. Ja, oder über dieses Telefon, über dieses Tab oder so müsst ihr da stehen, da drückt ihr einmal drauf. Und dann geht ihr auf über das Telefon, bei den anderen Sachen steht jetzt schon alles automatisch da. Wir haben jetzt hier drauf die Emmi-Version 8. 2.0 und die Android-Version 8.1.0. Also 8.1.0 und Emmi 8.2. Ich habe bei Huawei, bin ich jetzt bei 8.0 oder so. So, E-Mail-Nummer sehen wir. Wir sehen den CPU. Wir sehen, also wie gesagt, den Kirin 710. 4 GB RAM. Wir haben 115 GB frei von 128 GB. Bildschirm hat eine Auflösung von 2340 zu 1080. Kann man da was einstellen? Nee, kann man nicht. Und hier haben wir... Die Android-Version wollte ich euch ja zeigen. Wie gesagt, ihr seht ja da die Android-Version. Da. Da, wo ich meinen Finger habe. Da müsst ihr jetzt einfach mehrmals raufklicken. Dann passiert das. Ja, das ist Oreo. Also so ein Oreo-Keks mit einem Android-Mannequin. Bei euch ist dann halt, je nachdem, welche Android-Version ihr habt, was anderes drauf. Wenn wir da raufklicken auf den Keks, mehrmals, oder gedrückt halten, besser gesagt, haben wir denn hier so eine Krake, die wir dann halt hin und her schicken können. Bei der letzten Android-Version war es halt ein Spiel. Das ist bei jeder Android-Version, ist was anderes drin. So, dann gucken wir uns das aber nochmal an, was uns hier von Huawei direkt geboten wird. Ne, das sind die Google-Apps. So, Werkzeuge, da haben wir es. Wir haben Kontakte, Wetter, Rechner, Taschenlampe, FM-Radio, Recorder, Game, Spiegel zulassen. Das habe ich auch schon auf meinem Huawei PC. Das ist einfach nur ein Spiegel, da guckt man dann rein, dann kann man halt, was weiß ich, Frauen, die sich schminken wollen, oder so, kann man auch, glaube ich, ein Selfie machen oder so. Habe ich aber noch nie darüber gemacht. Ich mache immer normal Selfies. Da seht ihr praktisch die Kamera. So, dann haben wir einen Kompass. Phone-Klon ist gleich mit bei. Datensicherung, SIM-Tool, SIM-Tool-Kit und SIM-Tool-Kit 2. Achso, weil wir können ja 2 SD-Karten drin machen. Downloader, Datensicherung,
Zustimmen. Da können wir dann halt hier eine Datensicherung machen. Abbrechen wollen wir jetzt natürlich nicht, weil Huawei bietet auch einen eigenen Cloud-Dienst an und so wie es aussieht, ist dieser Cloud-Dienst hier auch mit bei. Ja, sagt er mir gerade hier, ist irgendwas. Dann Facebook ist mit drauf, das ist das Erste, was ich löschen werde. Das geht mir so auf den Sack, Facebook, weil ich will nicht ständig irgendwelche Nachrichten kriegen. Ich mache das am PC und unterwegs habe ich den Facebook Messenger und das reicht mir aber aus. Dann, hier, HCare haben wir auch drauf. Die App-Galerie von Huawei haben wir drauf. Das sind die oberen beiden blauen, wie ihr seht. So. Dann haben wir hier noch Honor. For Honor. Europa. Deutschland. Akzeptieren. Weiter, weiter. So, und dann kommen wir dann auf die zulassen, auf die Honor-Seite und dann könnte man dann halt einkaufen. So, dann haben wir Tipps. Das finde ich auch immer ganz gut. Party-Modus. Zustimmen. Ah, da kann man mit WLAN, kann man sich dann mit verschiedenen Geräten so ein WLAN-Netz sozusagen aufbauen im Party-Modus und die Geräte, dann ein Gerät praktisch mit der Anlage verbinden und dann halt alle Geräte greifen dann hier drauf zu, Party-Modus und dann kann jeder ein Lied drin packen und dann wird das abgespielt. So nach dem Motto, da habe ich mal was drüber gelesen, genutzt habe ich es noch nie. So, dann Huawei Care. Weiter. Zustimmen. Das ist dieser ist so ein Garantietool-Dings von Huawei. Da könnt ihr euch anmelden. Empfehle ich euch auch, euch da anzumelden. Da kriegt ihr dann für ein Jahr lang oder ne, 2 Jahre die Goldmitgliedschaft. Das heißt, wenn euer Handy kaputt ist, könnt ihr da die Kundenbetreuung anrufen, E-Mails schreiben, alle drum und dran, dann wird das auch ruckzuck ausgetauscht. Ich mache mal jetzt hier schnell raus, weil so. Und dann haben wir hier noch mit dem Herzen Datenmanager. Ist auch ganz wichtig, vielleicht für euch. Da könnt ihr dann alle eure Daten abgleichen, aktualisieren. Ja, wir laden jetzt gerade eine Aktualisierung runter. Und hier beim. Müssen wir mal kurz warten, bis es installiert ist. Dann können wir gleich weitermachen. Ich gucke mal hier oben. Ja, mit der Notch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist jetzt so mein erster Eindruck. Das ist jetzt so, und auch, dass das oben weiß ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einstellen kann. Ich bin gewöhnt, dass das schwarz ist. Kann man das vielleicht einstellen? Ne, wir kommen dann gleich zu Einstellungen. So, okay. Hier haben wir dann praktisch alle Icons, die wir oben haben, wenn wir auf den Stift klicken. Also ich zeige euch das nochmal. Wenn ihr dann da oben den Stift klickt, neben dem Zahnrad, kommt da dann alle an und dann könnt ihr die verschieben. Die ihr immer oben anzeigen wollt, das sind 2, 4, 6, 8, 10 Stück, die immer angezeigt werden. Also wenn ihr praktisch. So, einmal nach unten zieht, werden immer 10 angezeigt. Und wenn ihr das bearbeiten wollt, wie ja zum Beispiel der Flugmodus, der ist für mich total uninteressant. Aber dieses NFC ist dafür interessant. Ach nee, das erweitert sich dann einfach nur. Gut. Ultra-Stromsparmodus. Entschuldigung, Leute. Bitte nicht stören. Also kannst du eigentlich alle Tiere nach oben kappen. Finde ich jetzt ein bisschen viel, aber wir können jetzt alle nach oben packen. So, und dann, wenn wir einmal runterziehen, haben wir ja alle Icons. Finde ich ein bisschen viel. Man sollte halt wirklich aussuchen. Die am wichtigsten sind, kann man dann da oben rinpacken. Das ist für mich WLAN, Bluetooth, mobile Daten, was hier jetzt nicht geht. Ich habe ja keine Karte drin. Bildschirm automatisch drehen, NFC. Nicht stören, Ultrasparmodus, Stromsparmodus, klatsche ich weg. Ich mache mal den normalen Stromsparmodus. Huawei Share habe ich auch oben nicht drin. Und Taschenlampe ist ganz wichtig. Taschenlampe habe ich da auch immer drin.
Weil es ist oft so, dass ich dann sage, oh Scheiße, ich finde Schlüsselloch nicht oder wo ist denn hier der Schlüssel? Und dann ziehst du runter, Taschenlampe an und du hast immer gleich die Taschenlampe. So, dann gebe ich euch noch schon mal vorab so ein, zwei Tipps. Viele haben mich auch gefragt, da werde ich auch nachher noch ein nächste Woche ein separates Video machen. Ich bin jetzt auf Huawei umgestiegen oder auf Honor. Habe aber davor schon ein anderes Handy gehabt, zum Beispiel in Samsung, in iPhone oder was weiß ich, HTC oder was weiß ich. Wie kriege ich jetzt meine Kontakte und alle Daten jetzt hier auf dieses neue Handy? Das ist ganz einfach. Das bietet Huawei, ich weiß nicht, bei Samsung war es nicht mit bei, aber Huawei und Honor bieten es an. Es kann sein, dass bei Samsung es jetzt mit bei ist, aber weiß ich nicht. Also damals war es halt nicht mit bei. Ihr geht dann einfach auf Werkzeuge. Das ist immer bei Werkzeuge drin. Also die Handys sind eigentlich immer so eingestellt. Ich habe so bei anderen Huawei-Besitzern, wie sagt meine Mutter, meiner Frau und egal, habe ich das gesehen. Werkzeuge ist eigentlich immer das Gleiche drin. Immer. Dann geht ihr auf Werkzeuge und dann auf der zweiten Seite findet ihr einmal so ein blaues Icon, also zwei blaue Icons und eins davon nennt sich Phone-Klon. Das macht ihr einfach an. Entschuldigung, trockenen Hals. Da sagt ihr dann einfach mal zustimmen und dann fragt er. Ach nee, dann sagt er Aktualisierung verfügbar. Also wir aktualisieren jetzt einfach mal. Und dann fragt er euch eigentlich, was ist das für ein Handy? Ist es das alte oder ist es das neue? Und dann müsst ihr natürlich sagen, das ist das neue Handy. Und dann gibt er euch, installieren. So, ich installiere mal, also PhoneClone hat gerade ein Update, deswegen installiere ich gerade mal das Update. Und dann sagt ihr einfach, das ist das neue. Und dann müsst ihr da alles erlauben, Ordner, Fotos, Musik, Kontakte, müsst ihr alles erlauben. Und dann erscheint hier das, so, da habt ihr dann praktisch diesen Bildschirm und dann steht da das alte oder das neue. No. Wir gehen jetzt einfach auf das neue Telefon. Zulassen ist Phone, dann Kalender, Telefon, Kontakte, Nachrichten, Ordner, Kontakte, alle drum und dran. Dann steht jetzt hier System des alten Telefons auswählen. Also ihr werdet erst gefragt danach, also ihr müsst erstmal alle bestätigen und dann werdet ihr gefragt, was ist denn das alte Telefon? Ja? Und da haben wir dann halt die Auswahl, ich lese mal von unten nach oben vor, andere iOS-Geräte und oben drüber steht iPhone 5 oder neuer. Also iPhone 10, 10X, 6, 8, 9, alles. Das ist das. Und andere iPhone-Geräte sind Tablets und sowas, alles. Wartet. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit Android. So, dann, ich habe jetzt Android gedrückt, jetzt arbeitet er. Und dann erscheint hier, wo haben wir das jetzt? Da, erscheint jetzt hier ein Code. Den seht ihr. Und da könnt ihr dann, okay Google, QR-Sensor. So. Brauche ich nur sagen, dann werde ich auch automatisch zu Google geleitet und dann lade ich mir so ein QR-Ding runter. Da gibt es ganz viele. Macht eigentlich keinen Unterschied. So, öffnen. Zulassen, dass wir auf Kamera zugreifen und das sieht dann so aus. Ja, seht ihr jetzt praktisch mich und so ein Quadrat. Und das richte ich jetzt einfach mal so, dass ihr das Handy seht. So. Das richte ich jetzt einfach mal auf diesen Code. Zack, und schon ist es da. Wir haben jetzt hier so installieren und dann fragt er, wollen wir das aus dem App von Huawei nehmen oder aus dem Play Store? Ja, da. Ich habe natürlich den schon drauf, weil ist es ein Huawei. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann sagt er natürlich hier diese andere App, die für jeden ist. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ich gehe nochmal komplett raus. Ja.
Zack. Ja. Das ist jetzt, wenn du nicht ein Huawei-Gerät hast. Wenn man ein Huawei-Gerät hat, dann gehe ich auf Phonklon, sage das alte Telefon zulassen, zulassen. Und dann habe ich auch hier so einen Sensor in der Huawei-Klon-App schon mit drinne und sage einfach hier, ich scanne das, bumm, schon ist es da, fertig, das war schon. Mit Telefon verbinden steht jetzt da. Ja. Seht ihr das? Ja. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, bis der sich mit dem Telefon verbindet. Der macht das halt übers eigene Netzwerk. Oder nee, über Internet. Ich weiß es gar nicht genau. QR-Code, ja. So, zack. Jetzt haben wir. Das sieht das so aus. Das ist das Empfängergerät, das neue. Ja, da sehen wir, dass wir verbunden sind. Mit altem Gerät verbunden steht auch da. Ja. Und hier im neuen Telefon sehen wir jetzt praktisch, was kopiert wird. Im alten Telefon sehen wir, was kopiert wird. Wir sind jetzt also bei 47%, bei 41%, 12 Elemente vorbei. Und er fängt an mit Kontakte, Nachrichten, Anrufliste, Notizen, Aufnahmen, Kalender, Fotos, Musik, Videos, Dokumente, Systemeinstellungen, das ist auch ganz wichtig, und App und Data. Also das heißt, alle Apps, die ich jetzt hier drauf habe, werde ich gleich auf diesem Telefon auch haben. Ihr habt auch dann hier unten, seht ihr praktisch, müsste eigentlich ein Haken sein. Da der das jetzt schon beendet hat, ist da kein Haken, aber da unten. Ja, das ist angekreuzt, das will ich synchronisieren. Das zeigt er jetzt nur nicht an, weil er das schon synchronisiert hat. Ja, deswegen sind die Haken da weg. Jetzt sind wir, wie gesagt, wir sind jetzt bei 41%. Das dauert jetzt eine ganze Weile, bis der das gemacht hat. Wie viel haben wir denn noch drauf? Wir haben 59% an Akku. Wie gesagt, ich habe jetzt auch oben in der, wenn man das runterzieht, alles reingeklatscht. Wir werden jetzt gleich mal gucken, wenn der jetzt fertig ist, ob wir die Einstellungen so wie von meinem Huawei übernommen haben. Er hat das jetzt alle berechnet. So, jetzt haben wir wieder überall einen blauen Haken. Ja, weil er fertig ist mit Berechnen. Es sind 10 GB. Ja, also alle meine Daten, Nachrichten, Anrufliste, sind zwei, alle Anrufliste sind schon 2000 Elemente und so. Und da sage ich jetzt weiter. So. Dann sagt er SD-Karte, sage ich Fotos, Musik, Videos, Dokumente übertragen. Jetzt konnte ich halt nur sagen, von der SD-Karte möchte ich auch Fotos, Videos und so was übertragen. Das macht er jetzt. Ist jetzt bei 0%. Und hier meine Notch. Seht ihr, ich habe jetzt 2, 4, 6, 8, 10. Ne, Notch. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Sachen drin. Ja. Mal gucken, was er davon über alles übernimmt. Wenn ich aber nur normal runterziehe, so, einmal, habe ich oben nur zwei Sachen. Quatsch, fünf Sachen. Ja? Nur eine Leiste. Hier ist er jetzt bei 2%. Sieht man das? Ja. Und hier ist er auch bei 2%. Und wir haben jetzt hier einen anderen Bildschirm. Hier sehen wir natürlich, dass er das jetzt alles synchronisieren will. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video. Also ich mach hier gleich weiter, wenn der fertig ist mit Synchronisieren. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, ob er das alles so übernommen hat. So, jetzt sind wir auch fertig. Wir haben das jetzt komplett geklont. So, ich habe jetzt auch gleich, hat er mir dann gesagt, für Huawei Cloud. Das hatte ich ja schon angemeldet, weil ich habe ja meinen PC und habe mich da in der Huawei Cloud angemeldet. Ich muss mal schnell so machen, damit ihr meinen Namen nicht seht. So sieht das dann aus. Dann sieht man dann, was da drin ist. Dann kann man Kontakte an abschalten und wie viel Speicher. Den kann man auch erweitern. Ich habe jetzt insgesamt 5 GB und belegt sind 1,2 GB. Nennt sich Huawei Drive. So, okay, Google.
Ah, jetzt geht's gleich. Zustimmen. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. So, jetzt hat er das gespeichert und wie ihr seht, ich habe auch gleich mein Hintergrundbild, also das ist meine Frau, so wie in meinem Handy. Also in meinem. So, ihr seht auch, meine Bar ist jetzt begrenzt auf die Icons, die ich im Handy hatte, also im Huawei hatte. Wir haben auch jetzt 7 Aktualisierungen. Also Facebook Messenger, Huawei Backup, Teams und die McDonald's App. Das lasse ich jetzt einfach mal automatisch hier machen. Das Erste, was mir jetzt so auffällt nach dem Backup, ich habe die Helligkeitseinstellung genau, nee, habe ich nicht genau. Die habe ich hier wieder begrenzt. Hier ist er voll und ja, da ist er ein bisschen, also hier auf meinem alten ist er begrenzt und hier ist er. Also ist komplett oben. Hier muss ich die Helligkeit noch ein bisschen anpassen. Und ja, so im ersten Augenblick macht das jetzt ein. Oh, die Icons sind schön hell, schön groß. So macht das wirklich einen echt geilen Eindruck, muss ich jetzt so sagen. Hier sind auch Sachen mit bei, die ich nicht wollte, so wie Assassin's Creed App und keine Ahnung was. Marvel. Also einige Apps sind mit bei, die habe ich nicht so gewollt. Also das sind nicht meine. Wo die herkommen, weiß ich nicht. Oder waren halt in der Huawei Cloud vielleicht neu gespeichert. Jetzt gucken wir uns mal die Kamera an. Dann werden wir. Ich hole euch mal wieder rum. Macht sich dann vielleicht ein bisschen besser, wenn ich euch rumhole. So. Was machen die Viecher denn da schon wieder? Ach, die jagen sich oder was? Oder Mausi hat irgendwas. Wartet, ich muss jetzt wieder einen Code eingeben. So. Kamera wechseln. Können wir dann mit dem Sliden weiter? GPS-Tag. Ablehnen. So. Und dann haben wir jetzt so die Kamera. Und hier unten können wir dann halt sliden zwischen den verschiedenen Modi. So, Porträt, Foto. Nichts. So, ich lasse mal auf Foto. Fand ich so beim Huawei so ein bisschen besser. Dann können wir einmal, ist das hier auch so nach rüber? Nee. Nee, wir haben die Einstellung denn hier oben. Beim Huawei ist es halt so. Ich kann euch das ja mal dazu halten daneben. Nicht Google. So. Hallo Odin, ich bin dein Assistant. Ich bin den ganzen Tag für dich da. Hier sind ein paar Dinge, die du sagen kannst, um loszulegen. Jetzt wieder. Wer bist du? Ich bin dein Google Assistant. Ich höre zu, wenn du okay Google sagst und reagiere dann auf deine Fragen und Wünsche. Der Lautsprecher kommt sehr gut rüber. Also wir können hier unten auch drücken. Wir müssen nicht immer okay Google sagen. Okay Das Google. habe ich nicht verstanden. Wer bin ich? Du bist Odin. Ich bin Odin, siehst du? Selbst mein Handy weiß, dass ich Odin bin. So. Okay, Google, öffne Kamera. App wird geöffnet. So, und da sind wir schon. So, jetzt halte ich mal die andere Kamera daneben. So, dann könnt ihr schon sehen. Beim P10, also das weiße ist das P10, da habe ich komplett Kamera. Hier unten habe ich dann halt Knöpfe zum Hin- und Herstellen und hier Kameramodus. Wenn ich jetzt hier einstellen möchte, muss ich einfach nach rüber reichen und hier haben wir dann halt einen Einstellungsbutton. So. Dann haben wir auch hier oben ein AE-Zeichen. Ah, wartet, zack. Fotografie. Hebt die Farben in Bildern hervor, indem sie Kameraeinstellungen in. Ah, cool. Gut. Also da können wir dann die Einstellungen machen. So, und dann haben wir hier AE auch bunt. Dann werden wir aber mal bei Einstellungen gucken. GPS-Tag habe ich aus. Ich möchte kein GPS-Tag haben. Wasserzeichen möchte ich auch nicht. Kameramust-Raster, das habe ich auch hier drin. Das finde ich ganz angenehm.
dass man da dann halt wirklich, ich weiß nicht, sieht er das mit den Rastern, mit den Linien, dass man wirklich so ein Raster hat und sich ein bisschen orientieren kann. Stumm machen wir aus. So, Auslöser, Steuerung. So, da können wir jetzt auf Schieß oder auf laute Geräusche machen. So habe ich die Fotos von meiner Frau und mir mit dem Bauch, mit dem schwangeren Bauch gemacht. Ich habe einfach gesagt, auf laute Geräusche. Und das ist egal, was ihr sagt. Ihr könnt irgendwie brüllen, jetzt, Foto, irgendwas, egal. Und es geht. Schieß habe ich immer so die Probleme, dass es denn nicht immer das dann Schieß macht, wenn ich sage, das soll Schieß machen. So, mit Lächeln aufnehmen ist auch aus, weil manchmal nimmt er dann einfach schon vorher auf, obwohl einer leicht lächelt und ich sage, ach, jetzt noch nicht. So. Orientierungsverfolgung können wir anschalten, Auslöser gedrückt halten. So. Und hier oben haben wir die Auflösung. Achso, die können wir jetzt nicht umschalten, weil wir haben den AE-Modus drin. Wir müssen erstmal AE ausschalten. So, dann können wir die Auflösung einstellen. Da haben wir dann die Möglichkeiten. 20 Megapixel. Das sind 5120 mal 3840 ist 3 zu 4. Wir können auch 1 zu 1 machen, dann heißt so wie, das Bild, wie der Bildschirm ist. Das sind 15 Megapixel, 3840 zu 3840. Also ist ein Viereck, ein großes. Wir haben auch noch. Also okay, nicht so wie die Kamera ist, also so richtig so ein Viereck, so groß. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, 13 Megapixel zu nehmen. Das ist dann 18 zu 8,9. Das ist dann so groß wie der Bildschirm sozusagen. Ich lasse mal auf 4 zu 3. Ich finde es jetzt schade, dass jetzt hier kein 16 zu 9 mit bei ist. So, und wenn wir jetzt die Kamera wechseln, so, jetzt kommen wir auf die Kamera an. Oh, die ist aber kräftig. Wenn ich jetzt jemanden daneben halte, also rein optisch finde ich, obwohl der P10 ja eine höhere Preisklasse ist, finde ich die Kamera von innen vom Honor besser. Das Gelb von der Lampe kommt richtig als Gelb rüber. Man sieht auch die gelben, ja, das gelbe Linien. Die ist vom Huawei P10 ist etwas zu hell. Ich kann euch das ja mal. Ach so, Entschuldigung, meine Frau. Kann ich euch ja mal so zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so vernünftig sehen könnt. Ich werde mal so machen, dass ihr so die Lampe so ein bisschen seht. Da könnt ihr so minimal sehen, dass hier mehr Farbe drin ist. Und die ist vom P10 ist ein bisschen weißer, die Kamera. Also wenn ich mich jetzt so selber angucke, ich kann ja mal Fotos machen, dass ich euch die mal zeigen kann. Spiegeln aus, oh, hier haben wir Spiegeln aus und ein. Ein, okay. Und hier machen wir auch mal ein Foto. So, und jetzt gucken wir uns die mal beide an. Dann kann ich euch das am besten zeigen. Und damit ihr die beiden mal seht. So, wartet. So. Wie gesagt, das Weiße ist das P10. Oh, und das Schwarze ist das Honor. Moment, so. Und da könnt ihr dann schon sehen, dass der P10 ziemlich weiß. Nein, nicht ausschalten. Und beim Honor sieht man wirklich die gelben Lampen und alle drum und dran. Also da muss ich sagen, da macht der Honor jetzt schon mal bei der Kamera einen besseren Eindruck als der P10. So. Code eingeben. So. Zurück. Und jetzt können wir hier auch das machen. Jetzt müssen wir gucken. Ah, und hier unten haben wir jetzt Video. Jetzt kann ich ein Video machen und habe hier unten das Videosymbol. Könnt ihr das sehen? Und dann muss ich hier oben auf Video umschalten. Das ist hier auch anders beim P10. Beim P10 ist es so, ich habe hier meine Innenkamera. Unten ist immer schwarz, das geht nicht weg. Und dann habe ich hier den Button für Film. Ich
ich hoffe, dass ich beim Honor jetzt auch bei Videos mit der Innenkamera spiegelverkehrt machen kann. Weil wenn ich hiermit bei YouTube einen Livestream mache, bin ich immer spiegelverkehrt. Obwohl ich spiegelverkehrt hier aus habe. Ich habe es auch mit an versucht, das klappt irgendwie nicht. So. Jetzt gehen wir nochmal auf Einstellungen und wir können jetzt bei Videos können wir mehrere. Wir können auch den Codec so wählen. Wir haben hier H264 und H265. Kleine Dateien für mehr Effizienz. Das nehmen wir natürlich gleich mal. Und wir haben jetzt Full HD 1080p mit 1920 mit zu 1080. Wir haben nochmal Full HD. Achso, das ist, wie der Bildschirm ist. Auch 1080p sind 1920 zu 920, also 18 zu 7,9. Und dann haben wir 720p, das ist 1280 zu 720. Mensch, ich mache natürlich komplett Full HD, möchte ich haben. UHD wird hier nicht angeboten. So. Das ist jetzt nur mein erster Eindruck, wie gesagt. Ja, also ich mache später noch ein Hardware-Check-Video, wenn ich das eine Weile benutzt habe und getestet habe. Bildschirm ist auch mir jetzt gerade doch ein bisschen zu hell. Können wir doch noch ein bisschen runter machen, dass die Icons ein bisschen besser rüberkommen. Und jetzt haben wir ja mehrere Seiten. Jetzt kann ich mal schnell durchforsten hier. Ja, hier ist Google News. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen zurechtfinden, wenn ich jetzt irgendwo bin, wie ich zurückkomme. Okay. Aber wir können das auch alleine runterfahren. Mit der Notch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich ja vorher immer einen kompletten Streifen oben hatte. Hier sind ja jetzt Kamera und so drin, wo Akku und alles angezeigt wurde. Ist aber auch gut aufgeteilt. Ja? Also so jetzt vom ersten Testen, Daten übernehmen, bin ich mit dem Honor echt sehr zufrieden. Ich bin von der Kamera gerade so ein bisschen sehr überrascht, um es mal milder auszudrücken, dass die so gut ist, vor allen Dingen die Innenkamera. War ja nicht mal die Außenkamera. Ich muss nochmal bei Kamera. Das lässt mir gerade keine Ruhe. So, jetzt wollen wir hier aber wieder auf Foto. Porträt. Gucken wir mal da, was wir da für Einstellungen haben. Ach, da können wir gar nichts einstellen. So, ich gehe jetzt mal ganz normal auf mehr. Pro Einstellungen. Ja. Das ist das Einzige Schade, was ich schade finde, ist, dass es wirklich mit nach hinten raus nur 4 zu 3 sind, kein 16 zu 9. Das finde ich wirklich gerade etwas schade. HDR können wir hier aktivieren. Ja, Auflösung hinten wirklich nur 4 zu 3, 1 zu 1. Ich lasse mal 4 zu 3 mit der Auflösung. Jetzt würde mich aber auch interessieren, was ist, wenn wir hinten ein Video machen, also mit der Rückkamera. Ah, okay. Mit der Rückkamera, da haben wir nicht nur 1080p, da haben wir so ja 1080p 60 FPS. Ich zeige euch das mal. Also mit 60 Bildern die Sekunde. Ich fange mal von oben an, vom besten nach dem schlechtesten. 1080p, 1920 zu 1080 mit 60 FPS. Das aktiviere ich natürlich sofort. Dann haben wir normal 1080p, das ist, denke ich mal, mit 30 FPS, also 30 Bildern die Sekunde oder 24 oder 25, je nachdem, was sie für einen Standard drin haben. Dann nochmal 1080p mit 1920 zu 920, das ist ein 18 zu 7,9. Und dann haben wir nochmal 720p, das ist 1280 zu 720. So.
Jetzt will ich aber auch mal schnell gucken, was ist denn, wenn ich jetzt ein Foto mache, wie schnell ist denn da der Auslöser? Ach, der macht dann gleich, auch da hat er gleich hier, wenn ihr hier unten drauf drückt, da rattert der auch gleich mit Fotos runter. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Halt, ich muss den treffen. Zack. Und das sieht so aus, als wenn man da quatschen kann. Also es bewegt sich auch, aber das ist jetzt der Knopf für Kamera. So. Ich gehe jetzt mal schnell. So, und nochmal. Jetzt gucke ich mal. Ich habe jetzt auch im schnell vorbeigehen gemacht. Sozusagen. So. Also sieht. Also für mich macht das echt einen gerade einen stabilen Eindruck, einen super Eindruck. Wo habt ihr denn den Knochen schon wieder her? Also ich bin gerade ein bisschen sehr überrascht davon, muss ich echt sagen. Also ich muss sagen, es ist halt kein hochpreisklassiges Smartphone. Also unter 300 Euro. Wenn man P20, P10 und so anguckt, mein P10 hätte damals auch noch 700, 800 Euro gekostet. Ich habe es ja im Vertrag gekriegt. Und dann habe ich hier so eine coole Kamera und also die muss ich echt sagen, die Kamera hat mich jetzt wirklich überrascht und vor allen Dingen den kompletten Bildschirm. Ja, wenn man sich die alten Huaweis in der niedrigen Preiskategorie anguckt, wie Huawei P8, ja, wo dann immer noch unten und oben dieses Weiße war und auch die anderen preisgünstigen Smartphones, die ich so gesehen habe. Also da bin ich jetzt hiervon echt sehr, sehr überrascht. Auch die Farben sind hier klar und deutlich. Ich muss mal was gucken, was mir eingefallen ist beim. Ja, na gut. Es ist halt kein. Ich mach mal ganz hell. Ich habe meinen Huawei auch ganz hell, oder? Um das besser zu vergleichen. Ja, es ist halt wirklich. Am Bildschirm sieht man, dass es halt. Preisgünstigerer Bildschirm ist. Ich mache mal hier ganz hell, damit ihr das seht. Also das geht wirklich extrem hell. Ich halte mal die beiden Telefone nebeneinander. Dann seht ihr am Gesicht meiner Frau, ich mache mal gerade eine Leisterin, wo man das Gesicht meiner Frau sieht. Wartet, ich muss mal die Apps noch ein bisschen nach unten verschieben. So. Und guckt mal auch auf das WhatsApp-Logo. Da seht ihr, dass es dann halt so ein bisschen sehr hell ist. So, ich zeige euch das jetzt mal. So. So sind die jetzt beide nebeneinander. Ihr guckt mal hier auf WhatsApp. Wartet mal. So. Ach, scheiße. Ja, das seht ihr ganz schlecht. Das ist halt kacke, beide raufzukriegen. Aber so in der Entfernung sieht man so ein bisschen, dass bei dem P20 das Grün ein bisschen kräftiger ist. Es kann aber auch meine Einbildung sein. Bei dem Hanna, immer die Tastensperre, kommen die Farben ein bisschen kräftiger raus. Also wenn man die roten Wangen meiner Frau anguckt. Und die Haare, also es gibt so kleine Unterschiede. Ja. Kleine Unterschiede. Also ich bin da jetzt erstmal gerade noch ein bisschen überrascht vom Handy. Ich werde das jetzt auch eine Weile testen. Positiv ist der große Bildschirm. Mit der Notch, da muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Das ist jetzt nicht so meins, muss ich dazu sagen. Aber macht jetzt so im ersten Umblick erstmal einen guten Eindruck. Mit den Fotos, da bin ich wirklich sehr überrascht. Also das fand ich wirklich sehr toll im Vergleich zu meinem P10, was eigentlich schon eine gute Kamera hat. Kein 16:9. Vielleicht kommt sie mit einem Update mal oder so. Ich weiß es nicht. Muss ich erstmal gucken, wie sie denn in groß aussehen, weil ich habe eigentlich bis jetzt seit Jahren immer 16:9 Qualität gehabt in der Größe von den Bildern. Manko finde ich halt, dass es keinen USB-C-Anschluss hat, aber dadurch
ist es garantiert ein bisschen was billiger geworden und sonst wäre er teurer. Dann wäre, denke ich mal, über 300 Euro. Und irgendwo muss man ja sparen. Eine Tasche habt ihr mit bei, also ein Case, nicht Tasche, Case, ja, was hier rum ist, was ich ja im Video schon gezeigt habe. Displayschutzfolie ist drauf. Alle Huawei-Apps, die man von Huawei kennt, Huawei Cloud ist mit bei, Klonphone ist mit bei. Ich habe jetzt schnell geklont gekriegt, also nicht geklont, also alles, was ich auf meinem Huawei habe, habe ich jetzt da drauf. Jetzt habe ich ja hier auch die Huawei Cloud hier drauf auf dem Hanna. Also wenn ich jetzt hier mit dem irgendwas mache, irgendeine neue App, sagt er hier, ey, in der Cloud ist aber eine neue App, laden wir mal runter. Und dann macht er das. Ich werde damit jetzt auch demnächst telefonieren und dann bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, ich werde es jetzt mal eine Woche so benutzen und dann wird nächstes Wochenende wahrscheinlich dann das erste Fazitvideo kommen. Ich werde es ein bisschen was länger benutzen. Für die Ungeduldigen. Und dann kann ich euch da mehr sagen. Wie gesagt, das war jetzt nur mein erster Eindruck. Erste auspacken, erste mal angucken und so. Der gefühlte erste Eindruck. Ich habe mich ja mit Absicht nicht so viel gespoilert und zu viel über das Telefon gelesen, weil ich das ja selber alles erfahren will und testen will. Auch hier, guckt euch das mal an, wie klar das kommt jetzt auf der Kamera bestimmt scheiße rüber. Also das sind wirklich ganz klar die Bilder. Auch hier mit den Hörnchen. Also es hätte, ich hatte gelesen, dass es nur ein Full-HD-Bildschirm hat, also normal LCD oder so, und kein Gorilla-Glas oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was bei meinem Huawei P10 ist. Ja, also da muss ich mir auch erstmal schlau machen, weil danach gehe ich eigentlich nicht. Das ist mir im Prinzip scheißegal, was da für ein Bildschirm ist. Ich will halt sehen können, was ich sehen will. Also meine Nachrichten, Fotos, muss ich alles sehen können. Muss halt vernünftig in Schwarz werden, vernünftig in Helligkeit haben und kräftige Farben. Dann bin ich zufrieden. Ob es ein LCD, ein QLED, ob es irgendeinen anderen Scheiß hat, ist mir vollkommen Wumms. Ja. Ich weiß, da gibt es halt viele, die sagen, das muss das und das haben. Das ist mir vollkommen egal. Mir persönlich ist das vollkommen egal. Hauptsache, es macht schöne Bilder, macht schöne Videos. Ich kann Videos und Bilder darauf angucken, kann meine Apps nutzen, kann meine ganzen E-Mail-Apps nutzen und was weiß ich alle, kann YouTube nutzen und dann bin ich komplett zufrieden. Ja? So, dann soll es das erstmal zu gewesen sein, zu meinem ersten Eindruck. Ihr habt ja auch Phone-Klon gesehen und so. Ich mache aber demnächst nochmal ein Tipps- und Trick-Video für die Neueinsteiger, also die neu zu Huawei bzw. Honor kommen. Ist ja im Prinzip das gleiche von der Software her. Die nehmen sich da nichts. Ist ja ein Schwesterunternehmen von Huawei. Da erkläre ich auch nochmal Phone-Klon und wo er bestimmte Sachen findet und worauf er achten müsst und sowas alles. Ich weiß auch gar nicht, jetzt hier muss ich noch gucken, ob hier auch Emmy mit bei ist. Okay, Emmy. Okay. Ja, da sagt mein Huawei P10 zum Beispiel ja. Okay, Emmy. Dann mal nochmal. Okay, Emmy. Wo bist du? Und dann passiert das. Da habe ich vorne so einen Bildschirm. Und hinten blinkt das. Falls man das so hat, dass das oben blinkt. Und falls man so hat, mit den bunten Farben leuchtet dann schön. Und es wird jetzt auch immer lauter. Das wird immer lauter. Aber Emmy ist halt auch manchmal ein bisschen doof. Das reagiert auch bei manchen Sachen, wenn ich einen Stream mache und ich sag, ich fluche oder sage irgendwelche Wörter, dann denkt sie auch, ich meine sie, obwohl ich nicht okay Emmy gesagt habe. Und manchmal. Jetzt geht's auf jeden Fall mit dem letzten Update. Manchmal geht's gar nicht. Also, das weiß ich gar nicht, ob Emmy hier also auch vertreten ist. Das muss ich erstmal gucken. Wie gesagt, ist jetzt nur mein erstes Angucken. So, ich werde das jetzt erstmal testen für eine Woche und dann gibt es das nächste Video und dann kann ich euch da auch mehr dazu sagen. Ich werde ein paar Fotos machen, werde das angucken, Videos machen, alle drum und dran, das ist kein Problem. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen, wer hat Träumchen, vergesst die Bimmelglocke nicht, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Abo kostet kein Geld. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.